So, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Donnerstagmorgen. Wir schauen uns heute das eFootball 2024 Update am heutigen Donnerstag an. Am Montag bin ich in keinster Weise dazugekommen, auch nicht zwischen Tür und Angel, deswegen gab es dort kein Video, aber keine Sorge. Ich werde weiterhin über das Spiel in gewohnter Manier berichten. So, wir schauen uns die neuen Events zum heutigen Tag an. Da haben wir also Japan als Thema, lässt sich unschwer erkennen. Hier könnt ihr euch also den Zufallsdeal für die Player of the Weeklist erspielen. Wir schauen uns das Ganze mal an. Die Bonusspieler natürlich dann aus der japanischen J League von den jeweiligen Clubs. Und bei 3000 Punkten hier beim KI-Event entsprechend den Zufallsdeal kann man nebenbei laufen lassen. Finde ich eigentlich immer ganz nice. Denn den Spieler kriegt ihr dann kostenlos und ist immerhin einer von der Play-of-the-Week-Liste. So, dann haben wir hier das entsprechende PvP-Event. Hier seht ihr es mit natürlich wieder den Spielern der japanischen G-League als Bonus. 50 Football-Münzen, erste Stufe, dann die Fähigkeitstickets. Einmal hier in der zweiten Stufe und zwei noch in der dritten. Also insgesamt drei Stück. Kann man natürlich auch entsprechend mitnehmen. European Clubs. Um, Black Friday mal 3, also gibt hier auch zum Black Friday dann eine dreifache Ausschüttung an diversen uh, Points. Hier habt ihr die ganzen Bonus-Teams und hier habt ihr dann entsprechend die Trainingsprogrammpunkte. Um, ja, eigentlich ganz ordentlich, was man sich hier holen kann. Um, kann man eigentlich zum Leveln von irgendwelchen neuen Spielern und Karten nach meinem Verständnis und meiner Erfahrung natürlich immer irgendwie gebrauchen von daher ist das eigentlich nie verkehrt so die neuen listen J-League macht natürlich Sinn ne? monatliche MVPs wir schauen uns die Liste mal ganz kurz an ihr seht es jetzt hier alles 70er Spieler davon drei Vier Booster-Spieler. Hier auf dem ersten Blick sind es noch mehr. Nein, aber vier ist eigentlich schon eine ungewöhnliche Zahl, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Aber ihr seht es natürlich jetzt hier auch. Vier Stück mit dem Spezialskill Momentum Dribbling. Ja, kennt ja meine Meinung zu diesen ganzen thematischen Karten. Für den asiatischen Markt interessant, für den einen oder anderen Freak von euch vielleicht auch, aber für die meisten von uns wird das nicht so interessant sein. So, wir schauen uns mal die entsprechende playoff the Weeklist an. Wer hat dann eigentlich im Nationaltrikot performt? Surprise, surprise, niemand aus Deutschland. Ähm, naja, ähm, muss ich jetzt ein bisschen mit Suffisanz auch mal sagen. Nunez. Ja, der hat schon sehr ordentliche Werte, ne? muss man wirklich sagen. Beschleunigung, Geschwindigkeit, Dribbling geht so, aber so Körperkontakt, Abschluss, Kopfball mit den entsprechenden Skills hier. Oh, der hat sehr, sehr viele gute Offensivskills auf den ersten Blick. Keine schlechte Karte. Ähm, ich gehe sie jetzt nicht alle durch. Ähm, Lukaku würde mich wie gehabt interessieren, von dem habe ich auch die ein oder andere Karte. Hier ist er dann wieder mal der Strafraumfuchs. Abschluss 90, Köpfen 81, Körperkontakt 95. Ja, der geht schon ab, ne? Also ist ein physisches Monster, wie man so schön sagt. Damian hier beispielsweise noch. Ähm, De Vry. Ja, solide Liste. Ferran Torres. Mehr auch nicht für mein Dafürhalten. So. Südamerikanische Clubliste in der entsprechenden Selection hier schauen wir uns das mal an. Das sind ja Sterne-Tickets. Ähm, also Spieler, die in Südamerika, wie hier Edison Cavani beispielsweise unter Vertrag sind. Bei ihnen können wir ja mal stellvertretend draufgehen. 28 Stufen könnt ihr hier noch draufpacken, mein lieber Scholli. Und der hat jetzt schon Abschluss 80 Köpfen 84. Aber ein Spielertyp, den ich schon immer cool fand. In Europa muss ich sagen, der mittlerweile auch 36 ist und natürlich dem Winter seiner Karriere hier unauffällig zusteuert. Die anderen brauche ich jetzt hier gar nicht so runterrasseln. Klar, Arturo Vidal. Fällt man natürlich noch als ehemaliger Bayern-Spieler hier sofort auf. Mittlerweile auch. 36, so die Altersangaben, denn hier stimmen. Da gab es ja bei Konami auch immer hier und da mal Fehler. Ja, wie gesagt, ne, die äh, entsprechenden Tickets, eure Sternetickets für die Listenverträge, bitte passt auf, dass ihr die nicht äh, einfach verfallen lasst. Ähm, hier haben wir noch diverse Club-Selections äh, von einigen Clubs. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier noch gar nicht so lange drin ist, aber ich glaube, die sind schon mal von mir gezeigt worden, sagen wir es mal so. Ansonsten gibt es jetzt hier weiter. Keine Neuerung. Ich will jetzt hier einfach bloß der Vollständigkeit halber mal schauen, dass ich hier nichts verpasst habe. Ähm, hier sind ja noch die Teams drinne mit den entsprechenden Trainern als Booster. Wie ihr seht, ich habe mir hier natürlich Bayern München gegönnt, ganz klar ähm, für jeweils 1500 Coins, eigentlich sehr, sehr faire Pakete, muss ich sogar sagen. Ähm, da könnt ihr hier deutlich mehr Geld lassen. Ansonsten habt ihr hier natürlich noch die entsprechenden Epics bzw. Booster Epics, die ja diese Woche Montag in die Liste gekommen sind, der Vollständigkeit halber, weil ich es Montag nicht gezeigt habe. Patrick Viera, ja, natürlich tip top äh, im defensiven zentralen Mittelfeld. Ähm, absolute Top-Werte, ihn habe ich mir vor einigen Tagen dann auch in der App mal angeschaut. Äh, Peter Cech, auch ein sehr, sehr guter Torwart, defensiver Torwart. Ja, also schon richtig stark. Gilberto Silva ah, bin ich nicht so ein Fan von. Den gab es ja schon mal in der Gänsefüßchen normalen Epic-Version im Spiel. Ja, auch so ein Thema, was sicherlich euch auch etwas nervt und mich eigentlich auch, warum es immer wieder von gleichen Karten eine zweite und dritte Version auch in diesen äh, Epics gibt. Ich weiß nicht, ob Konami so wenig Rechte an diversen Fußballern hat. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Das finde ich tatsächlich ein bisschen ideenlos, muss ich sagen. Ähm Nächste Saison verkaufen sie uns die mit Double Booster Epic nochmal alle von vorne. Ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen seltsam, wollte ich an der Stelle aber mal gesagt haben. Aber ich habe jetzt auch keine große Lust weiter zu bashen. Die Themen sind ja, ähm, was äh, diverse Sachen angeht, äh, sowohl positiv als auch negativ immer dieselben, muss man auch einfach sagen. Ähm, hier können wir vielleicht nochmal in den Pass reinschauen. Ja, ihr seht es. Ich habe drei. Spiele gemacht seit dem 2.11. Eigentlich auch eine Aussage, ähm, muss ich sagen, im Moment, klar, ich habe natürlich selber auch Familie, Weihnachtsvorbereitungen, das möchte ich dazu auch sagen, noch einen Zweitkanal, den ich aktuell auch mit Content bediene. Ähm, da muss ich mir die Zeit natürlich auch einteilen, aber E-Football gibt im Moment auch einfach nicht Wesentlich mehr her. Auch das muss ich hier an der Stelle ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz, wir bleiben weiter dran und das war mein Video zum Update Thursday. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Leute, macht's gut. Haltet die Augen offen. Weitere Videos auf beiden Kanälen kommen die Tage. Ähm, und dann wünsche ich euch weiterhin eine schöne Vorweihnachtszeit, kann man eigentlich schon sagen. Macht's gut, Leute.